Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich etwas zu den einzelnen Möglichkeiten im Programmablaufplan sagen, Möglichkeiten, um ein Programm zu gestalten, um einen Algorithmus festzulegen. Wie Sie hier schon in diesem Bild sehen, haben wir verschiedene Formen, die hier angewendet werden und die verschiedene Bedeutungen haben. Die Formen sind auch dementsprechend zu verwenden, sodass die Bedeutung hier dann für den Lesenden dieses Algorithmus, der durch den Programmablaufplan dargestellt ist, auch rüberkommt. Das erste, was wir uns anschauen, ist das Start- und Ende-Element. Wir müssen auf jeden Fall mit diesem Start einen Algorithmus beginnen. Wir schreiben Start beispielsweise hinein und am Ende müssen wir das wieder durch ein gleichartiges Symbol beenden, also das Ende-Symbol. Und dazwischen haben wir den eigentlichen Programmablaufplan, wo also verschiedene Schritte nacheinander ausgeführt werden, wo vielleicht auch Schleifen und Verzweigungen untergebracht werden, also die eigentliche Ausführung. Wenn wir aber auf einen solchen Block treffen, dann wissen wir, wir haben einen Startblock mit nachfolgendem Pfeil oder wir haben einen Endeblock und das heißt, dass wir auf irgendeine Art und Weise das Ende dieses Programms, dieses Algorithmus erreicht haben. Des Weiteren gibt es Möglichkeiten für die Ein- und Ausgabe. Das heißt, wir verlangen ja teilweise vom Benutzer Eingaben. Der muss uns eingeben, was für eine Zahl er beispielsweise die Wurzelberechnung durchführen möchte. Und dann wird das durch so ein Parallelogramm dargestellt. Und wir schreiben hinein, dass eine bestimmte Variable, hier eben zum Beispiel die Variable R, eingegeben wird. Das gleiche Symbol gibt es für die Ausgabe, also auch da verwenden wir dieses Parallelogramm und wir schreiben dann in dieses Parallelogramm hinein, was an der Stelle ausgegeben wird. Also beispielsweise die Variable f für die Fläche, die an der Stelle ausgegeben wird. Wir verknüpfen das dann zu den entsprechenden vorangegangenen bzw. nachfolgenden Blöcken innerhalb des Programmablaufplans, um hier schon ein bisschen Struktur drin zu haben. Als nächstes haben wir jetzt eine sogenannte Anweisung oder Operation und die stellen wir in dem Programmablaufplan mit einem einfachen Rechteck dar. Ja, so wie Sie das hier rechts sehen, wo die Formel eingetragen ist, die Formel für die Kreisfläche, also R² mal Pi. Und das ist die Berechnung, die hier auch ausgeführt wird, um auf das eigentliche Ergebnis, einen Wert für f zu kommen. Und in unserem Fall haben wir jetzt einen solchen Block, also eine Operation, die auszuführen ist. Es kann natürlich sein, dass in Algorithmen mehrere solche Anweisungen nacheinander oder vielleicht auch in Schleifen angeordnet werden, sodass man zu dem entsprechenden Ergebnis kommt. Wie schon vorher angedeutet, muss es in einem Programm auch möglich sein, in dem einen oder anderen Zweig das Programm fortführen zu lassen. Und das können wir machen, indem wir eine Verzweigung einführen. Die Verzweigung wird durch dieses Raute-Symbol dargestellt. Und innerhalb dieses Raute-Symbols schreiben wir auf, welche Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Warum mit Ja oder Nein? Weil wir in die eine oder andere Richtung, hier mit True und False für Ja und Nein, verzweigen können. Und wenn Sie sich jetzt das beispielsweise beim Kaffee kochen vorstellen, dann könnte es sein, dass der Tank leer ist. Und wenn der Tank leer ist, dann müssen wir Wasser einfüllen. Wenn der Tank nicht leer ist, dann können wir sofort die Maschine starten. Das ist jetzt eigentlich noch in einen etwas komplexeren Kontext eingebettet, aber hier wäre die Entscheidung jetzt erstmal nur für dieses Tank leer dargestellt und dann könnten wir in die eine oder andere Richtung entsprechend verzweigen. Wichtig ist, dass wir an der Stelle immer eine aussagekräftige Bezeichnung innerhalb dieses Raute-Symbols finden, dass wir also hier eine geeignete Frage sozusagen stellen, die dann mit Ja oder Nein für den einen oder anderen Zweig beantwortet werden kann. Und mit diesen Symbolen, die wir bisher jetzt kennengelernt haben, können wir uns beispielsweise auch komplexere Strukturen aufbauen, wie die Schleifen. Eine Schleife sehen Sie hier in diesen beiden Abbildungen.
zwei Schleifen, um konkret zu sein, die unterschiedlich aufgebaut sind und die einmal kopfgesteuert sind bzw. fußgesteuert. Was heißt das jetzt im Einzelnen? Kopfgesteuert heißt, dass ich zu Beginn der Schleife, also bevor ich in die eigentliche Wiederholung eintrete, prüfe ich, ob die Bedingung für das Wiederholen gegeben ist. Also hier in dem Beispiel möchte ich summieren, solange wie die Summe kleiner als 100 ist. Das wird in diesem Raute-Symbol abgefragt. Und wenn die Summe kleiner 100 ist, dann wird nach unten fortgefahren. Dann werde ich also die 10 hinzuzählen zu dem, was ich an Summe schon habe. Und dann gehe ich wieder zurück zu diesem Schleifenkopf. Die Raute ist sozusagen der Schleifenkopf und entscheide wieder, ob ich fortfahren muss, ob ich wieder in den True-Zweig gehen muss nach unten oder ob ich die Schleife abbreche, weil ich schon genügend summiert habe. Ja. Schleife abbrechen heißt dann, ich gehe nach links und würde dann zum Ende der Bearbeitung kommen. Das ist jetzt hier in dem Fall mal ein kleiner Algorithmus, bei dem einfach aufsummiert wird, solange die Summe kleiner als 100 ist. Ich kann natürlich unterschiedliche solche Bedingungen in dieses Raute-Symbol hineinschreiben, je nachdem, was ich an konkretem Anwendungsfall meines Algorithmus vorliegen habe. In dem rechten Bereich sehen Sie eine fußgesteuerte Schleife. Das heißt, ich entscheide jeweils am Ende der Schleife, ob ich die Schleife fortführe. Und dann sehen Sie, dass nach der Beantwortung mit True, also die Zahl ist beispielsweise kleiner 0, dann wird wieder fortgefahren in dem Bereich mit der Eingabe der Zahl. Also wir erinnern uns, bei der Berechnung der Wurzel, da haben wir auch so lange abgefragt, bis wir eine Zahl eingegeben bekommen haben, die gleich oder größer 0 ist. Und das ist die entsprechende Schleifendarstellung in unserem Programmablaufplan, um genau das zu erreichen. Wir möchten vom Benutzer eine Zahl haben, die größer oder gleich 0 ist. Wenn die Zahl kleiner 0 ist, dann gehen wir in den True-Zweig rein und wiederholen diese Abfrage vom Benutzer. Also er soll uns dann nochmal eine Zahl eingeben, die dann hoffentlich größer oder gleich 0 ist. Wenn wir die entsprechende Zahl erhalten haben, dann gehen wir in den False-Zweig und beenden hier diese Eingabe der Zahl. Das ist also in dem Fall nur ein kleiner Algorithmus, ein kleiner Abschnitt eines größeren Algorithmus für das Eingeben einer Zahl, die mindestens 0 oder größer sein muss. So, und jetzt sehen wir, dass wir mit diesen Symbolen schon eine ganze Menge ausdrücken können. Und wir können aber auch noch hier die Komplexität ein bisschen reduzieren, wenn wir beispielsweise uns vorstellen, dass wir dann sehr große solche Programmablaufpläne haben, die dann sehr komplexe Algorithmen realisieren, dann ist es möglich, mit Funktionen bestimmte Teile auszulagern. Dann würde ich also beispielsweise hier einen Wert R übergeben an eine Funktion. Innerhalb dieser Funktion würde dann die Berechnung durchgeführt werden und es würde mir ein Wert zurückgeliefert werden. Das wäre hier der Wert f, der zurückgeliefert wird und der wird dann schließlich ausgegeben. In unserem Fall ist diese Berechnung relativ einfach, aber Sie können sich vorstellen, dass hier vielleicht auch komplexere Funktionen hinter diesem Funktionssymbol, hinter dieser Bezeichnung berechne f stehen könnten und dann würden wir einen komplexeren Programmablaufplan für diese Funktion entwickeln. An dieser Stelle haben wir es vereinfacht für die Darstellung in dem Hauptprogramm. Wir rufen nämlich nur diese Funktion auf und bekommen einen Wert zurück, mit dem wir dann weiter arbeiten, den wir hier in dem Fall ausgeben. Ja, damit haben wir erstmal die wesentlichen Elemente für einen Programmablaufplan hier uns angeschaut. Wir können also verzweigen, wir können Schleifen aufbauen, wir können Operationen durchführen, sowie Ein- und Ausgaben erzeugen. Und damit kann man jetzt schon eine ganze Menge von Algorithmen realisieren.